Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Im folgenden Video zeige ich euch eine Partie von Wolfgang Ullmann, der am 24. August 2020 im Alter von 85 Jahren verstarb. Ullmann war der beste Spieler in der ehemaligen DDR und in seiner Primetime in den 60er und 70er Jahren gehörte er zur absoluten Weltspitze. Neben zahlreichen Turniererfolgen, die ihn auszeichneten, qualifizierte er sich sogar für das Kandidatenturnier 1971, dem Turnier, wo die besten Spieler der Welt den Herausforderer für den amtierenden Weltmeister ermitteln. Er unterlag aber direkt im Viertelfinale Bent Larsen nach einem hart umkämpften Match. Was zeichnete Ullmann unter anderem aus? Einerseits seine lebenslange Liebe zum königlichen Spiel, die sich dadurch ausdrückte, dass er noch im Alter von 81 Jahren für seinen Heimatverein USV TU Dresden in der Schachbundesliga spielte. Ein Rekord für die Ewigkeit wahrscheinlich. Und sogar einige Monate bevor er verstarb, spielte er noch für die zweite Mannschaft für Dresden in einem Oberliga-Wettkampf. Eine weitere große Liebe war, und das weiß im Prinzip jeder Schachkenner, die französische Verteidigung. Heutzutage ist das unvorstellbar, dass ein Großmeister mit einer bestimmten Eröffnung nur assoziiert wird. Aber in der Vorcomputer-Ära war es halt noch möglich, als Schachgroßmeister eine bestimmte Eröffnung zu prägen, mit immer wieder neuen Ideen und sehr kreativer Spielweise. Und bei Ullmann war es halt die französische Verteidigung. Dementsprechend ist es nicht überraschend, dass ich jetzt eine Partie zeige, in der Ullmann mit der französischen Verteidigung, man kann es vorwegnehmen, gewonnen hat. Sein Gegner war kein geringerer als Robert James Fischer. Die Partie stammt aus dem Jahr 1960, also 12 Jahre bevor Fischer Weltmeister wurde. Sie fand statt in Buenos Aires. Partie beginnt mit E4, logischerweise E6, das ist die Grundstellung der französischen Verteidigung. Es geht weiter mit D4, D5 und hier Springer C3. Einer der Hauptzüge hier, womit der Bauer E4 gedeckt wird. Es kommt hier Läufer B4. Die Wiener Variante fesselt den Springer auf C3 und droht den Bauern auf E4 zu schlagen. E5, der Hauptzug. Und schon haben wir hier die bestimmende Bauernstruktur im Zentrum, in der französischen Verteidigung. Wir haben ein geschlossenes Zentrum oder ein festgelegtes Zentrum. Und Schwarz muss versuchen, jetzt hier so schnell wie möglich diese Punkte zu attackieren. Das ist ein Angriffspunkt und das tut natürlich Ullmann hier mit C5. Das ist der Hauptzug. C5 greift hier direkt das Zentrum an. A3 greift den Läufer an. Jetzt tauscht Schwarz hier seinen schönen Läufer. Schwächt aber die weiße Bauernstruktur. Alles Theorie. Springer E7 entwickelt den Springer. Hier geht es weiter mit Springer F3. Der Hauptzug heutzutage ist Dame G4, was auch als kritisch angesehen wird, mit dem Angriff auf den Bauern G7. Aber Springer F3 ist natürlich absolut spielbar und wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, hat Fischer diesen Zug immer wieder gespielt. Läufer D7 entwickelt den weißfeldigen Läufer. Das ist, was man unter Schachkennern als französischen Läufer bezeichnet, weil dieser Läufer ist natürlich eingesperrt hinter seiner Bauernkette hier. Und eine Möglichkeit ist, ihn auf A4 zu stellen hier, mit der Idee, diesen Bauern anzugreifen, permanent. Und deswegen spielt Fischer hier A4. Kontrolliert das Feld. Eine weitere Idee allerdings ist, den schwarzfeldigen Läufer über A3 ins Spiel zu bringen. Dame A5 greift den Bauern C3 an. Hier muss sich Weiß entscheiden, wie er diesen Bauern deckt. Fischer tut das mit Dame D2. Läufer D2 ist natürlich auch möglich, aber dann könnte Weiß den Läufer nicht so leicht aktivieren über A3 wie in der Partie. Es geht hier weiter mit Springer Bc6, Läufer D3, normale Entwicklungszüge. Hier spielte jetzt Ullmann C4, greift den Läufer an, der muss zurück. Der Nachteil des Zuges C4 ist, er nimmt den Druck aus dem Zentrum raus, die Spannung besser gesagt. Hier greift ja Schwarz permanent diesen Bauern an, aber mit C4 ist das nicht mehr möglich. Der Vorteil ist allerdings, dieser Läufer von Weiß wird auf ein schlechteres Feld gedrängt. Hier ging es weiter mit F6, ein sehr logischer Zug. Schwarz attackiert das weiße Zentrum.
Läufer A3. Dieser Läufer von Fischer ist sehr stark, der schwarze Läufer. Er peilt hier das Feld D6 an, ne? Oder beziehungsweise kontrolliert hier die schwarzen Felder, die geschwächt sind im schwarzen Lager, nachdem Schwarz im fünften Zug den Läufer auf C3 getauscht hat. Es geht hier weiter mit Springer G6. Schwarz greift den Bauern E5 ein weiteres Mal an. Natürlich habe ich mir die Partie auch mit Stockfisch jetzt angeschaut. Und Stockfisch würde lieber hier kurz rochieren. Allerdings wäre das nach kurzer Rochade Turm A8, Turm FB1 eine Stellung, wo man auf jeden Fall sagen kann, dass Weiß besser steht. Ullmann dagegen strebte, na, warum steht er besser? Ganz einfach, er hat einfach einen super Läufer hier auf dieser Diagonale und kann den auch auf D6 platzieren, hält das Zentrum hier auf E5, hat Raumvorteil und Ullmann verfolgt ganz eigene Pläne. Er will lang rochieren, das tut er auch gleich nach Springer G6, kurzer Rochade und lange Rochade jetzt hier, weil er am Königsflügel attackieren möchte. Übrigens hier an dieser Stelle nach weißer kurzer Rochade. Man kann den Bauern auf E5 nicht schlagen, weil nach D schlicht E5, Springer schlicht E5, Springer schlicht E5, Springer schlicht E5, Dame G5 sehr stark folgt und hier ist Schwarz unterentwickelt und Weiß droht hier matt, droht den Springer zu schlagen, den Bauern auf G7. Es gibt hier einen Zug, der das alles verhindert. Erstaunlicherweise, Springer G6, der blockt alles ab, aber nach Läufer H5 ist der Springer gefesselt auf G6 und Weiß steht hier schon auf Gewinn. Ne? Weil Schwarz kann weder zur einen noch zur anderen Seite rochieren und es droht matt auf E7 plus es droht das Schlagen auf G6. Das hatte Ullmann natürlich gesehen und rochierte lang. Läufer D6. Und jetzt hat es Fischer geschafft, hier einen wunderschönen Läufer zu installieren auf D6. Der ist halt super stark, ne? Guckt in die Stellung rein, guckt in die Stellung rein. Und man kann sagen, dass Weiß hier besser steht. Wie wird man diesen Läufer los? Ullmann probiert hier Springer C7, möchte den Springer umgruppieren und mit ihm nach E5 gehen, um den Läufer auf D6 anzugreifen. Das ist jetzt eine sehr interessante Stellung. Nach damaligen Maßstäben war der nächste Zug von Fischer ein guter Zug, Springer H4, verhindert Springer F5, beziehungsweise schlägt, würde den Springer schlagen, wenn er nach E5 gehen würde. Schwarz kann nicht auf H4 schlagen, wegen Läufer schlicht E7. Ne? Und hier mit Angriff auf diesen Bauern auf F6. Weiß würde hier Material gewinnen, also ein Bauernminimum. Wir gehen aber trotzdem nochmal zurück. Springer H4 ist hier nicht der beste Zug. Nach heutigen Maßstäben, wenn man Stockfisch laufen lässt, was natürlich eine extrem, ja, extrem starker Spieler ist, ne? Stockfisch mit über 3000 Elo, der sagt, komm, ich lasse den Springer nach F5, greife aber am Damenflügel an. Hier gibt es eine offene Linie am Damenflügel, eine halboffene. Und der schwarze König fühlt sich ja auch nicht besonders wohl. Wie würde es hier weitergehen? Springer F5, es ist sehr lehrreich, deswegen zeige ich euch die Variante. Springer F5, Läufer B4 natürlich, greift die Dame an, weil den Läufer möchten wir behalten mit Weiß. Dame C7. Und jetzt kommt eine Pointe, die ist aber nicht so einfach zu erkennen, weil Weiß muss hier sich am Königsflügel schwächen. G4. Der Zug ist aber logisch, weil der Springer verdrängt wird von seinem schönen Posten hier. Springer H6. Und dann geht der Läufer wieder zurück. Dame C6. Und hier möchte Stockfisch sogar mit A5 beginnend den Bauern auf G4 opfern. Ist ihm völlig egal. Er sagt, komm, du kannst ihn haben, aber ich greife am Damenflügel an mit meinen Schwerfiguren und dem Läufer, der auf D6 steht. Er würde die Türme verdoppeln, die Dame über C1 nach A3 bringen und das würde einen sehr gefährlichen Angriff hervorrufen. Das ist in der Tiefe allerdings sehr schwierig zu erkennen und zu berechnen. Deswegen spielte hier Nein, nicht deswegen, aber Fischer spielte hier Springer H4. Möchte nicht, dass der Springer nach E5 kommt. Aus menschlicher Sicht sehr logisch. Turm DE8. Ich habe euch ja gerade schon gezeigt, was passiert, wenn Schwarz den Springer schlägt. Springer schlägt G6. Tauscht den Springer. So, hier schlägt Schwarz mit dem Bauern. Ganz einfach, weil nach Springer schlägt G6. Wir möchten ja den Springer auf E5 stellen und nicht auf G6. Und hier würde Weiß auch Läufer H5 spielen. Den Springer auf G6 fesseln und der Läufer auf D6 bleibt unangetastet und herrscht über die schwarzen Felder hier, was für Schwarz extrem unangenehm ist.
Gehen wir zurück. Deswegen Haarschlich G6, deutlich der bessere Zug. Hier ging es weiter mit E schlicht F6, nicht der beste Zug. Fischer stellte sich hier die Frage, wie soll er diesen Läufer auf D6 halten, weil das ist natürlich sein Trumpf hier in dieser Stellung. Und er nahm auf F6 und wollte danach mit H3 den Läufer auf der langen Diagonale halten. Besser ist allerdings hier der einfache Zug Läufer G4, einfach den Springer schlagen, wenn er nach F5 geht. Ich vermute mal, dass Fischer auch das Läuferpaar nicht hergeben wollte, eventuell. Springer F5, aber hier sagt meine Engine, also Stockfisch, dass mit diesem Läufer auf D6 Weiß deutlichen Vorteil hat. Nicht deutlich, aber auf jeden Fall Vorteil, weil wir haben eine Mittelspielstellung mit ungleichfarbigen Läufern und Weiß hat den deutlich aktiveren Läufer, während Schwarz hier seinen Läufer noch hinter der Bauernkette hat. Also Läufer G4 war ein guter Zug hier, um Springer F5 zu verhindern einfach. Fischer stattdessen nahm auf F6, G schlicht F6 und spielte H3. Auch sehr logisch gespielt, weil er möchte den Läufer auf dieser Diagonale halten. Springer F5 greift jetzt den Läufer an und der geht jetzt zurück nach H2. Ne? Und der guckt natürlich schön auf dieser Diagonale in die schwarze Stellung hinein. Es geht weiter mit G5. Ullmann möchte peu à peu am Königsflügel einen Angriff aufbauen und sucht dort sein Gegenspiel. Hier spielte Fischer F4. Auf den ersten Blick ein logischer Zug, weil es den Bauern G5 attackiert. Funktioniert aber nicht so, wie Weiß sich das vorgestellt hat. Besser wäre es gewesen, den Turm zu aktivieren, entweder nach E1 oder nach B1, mit Ideen am Damenflügel anzugreifen. Auch eine weitere Idee ist, Läufer G4 zu spielen, immer noch, um den Springer abzutauschen. Gut, aber Fischer spielte hier F4, greift den G5 an. Das sieht eigentlich auch logisch aus, wenn ich ehrlich bin. Hier gibt es aber eine Pointe für Schwarz, die Ullmann vielleicht nicht sofort, beziehungsweise er hat sie wahrscheinlich jetzt schon entdeckt, aber er hat die falsche Reihenfolge gespielt. Er spielte Springer D6 zuerst, mit der Idee, den Springer auf E4 zu installieren. Das ist auch ein Nachteil von F4, dass dieses Feld hier auf E4 geschwächt wird und ein schwarzer Springer dort erscheinen kann. Besser wäre es gewesen, allerdings sofort G4 zu spielen. Was die Idee von G4 ist, werden wir allerdings gleich sehen. So, Springer D6. Jetzt spielte Fischer hier Läufer F3, deckt das Feld E4 mit dem Läufer. Besser wäre es allerdings gewesen, hier F schlicht G5 zu spielen, den Bauern einfach zu nehmen und den Springer auf D6 anzugreifen. Hier geht es weiter mit Springer E4. Greift die Dame an. Hier gibt es aber einen sehr starken Zug, der in alten Analysen zum Beispiel, die ich mir angeschaut habe, nicht erwähnt wird, und zwar Dame E1. Hier steht die Dame hervorragend. Die Pointe ist, dass die Dame gedeckt ist auf E1 und dadurch Dame schlicht C3 nicht vernünftig funktioniert. Wegen einfach G schlicht F6. Dame schlicht D4 Schach. König H1. Springer schlicht F6. Geht leider nicht, wegen C3. Die Dame ist angegriffen und der Springer geht hier verloren, weil der angegriffen ist vom Turm und die Dame kann den Springer nicht vernünftig decken. Also hier wird die Dame getauscht auf H4 und hier geht der Springer verloren. Also F schlicht G5 war sehr, sehr stark hier. Das hätte Ullmann allerdings verhindern können, wenn er einen Zug vorher sofort G4 gespielt hätte. Dann kommen wir per Zugumstellung zur Partie. Fischer spielte aber hier Läufer F3. Er wollte Springer E4 verhindern. Eine kleine Pointe noch, genau, die in vielen Analysen nicht gesehen wurde. F schlicht G5 hier, Springer E4. Dame E3 funktioniert hier nicht. Hier ist die Dame ungedeckt und hier ist Dame schlicht C3 sehr stark. Deswegen die Dame auf E1 stellen, nicht auf E3, weil hier ist die Dame ungedeckt. Wenn ich die Damen jetzt tausche, kommt Springer schlicht C3 und Schwarz greift den Läufer an. Hat also genug Zeit, um danach den Bauern zu schlagen. Das ist der Unterschied zwischen Dame E1 und Dame E3. Okay, Läufer F3. Und jetzt kommt ein sehr, sehr starker Zug hier. G4. Der zeugt von hohem strategischem Verständnis, opfert einen Bauern. Und das Wichtige bei dieser Geschichte ist, dass der schwarzfällige Läufer auf H2 ausgesperrt wird mit diesem Zug G4. Gut, Weiß muss auf G4 nehmen. Haarschlicht G4 ist sehr logisch. Hier könnte Schwarz sofort Springer E4 spielen, was in Ordnung wäre.
Ullmann spielt dabei F5. Auch sehr logisch, weil das blockt natürlich den Bauern auf F4 und dadurch wird der Läufer auf H2 ausgesperrt. Das war die ganze Zeit spielten beide Spieler im Prinzip, naja, fast nur, oder anders ausgedrückt, das Spiel drehte sich eigentlich die ganze Zeit um diesen schwarzfeldrigen Läufer. Weiß versuchte ihn die ganze Zeit zu aktiv zu halten und Schwarz hat es letztendlich geschafft, ihn jetzt aus dem Spiel zu nehmen. Es geht weiter mit G5, sehr logisch. Ist immerhin ein gedeckter Freibauer. Turm E7, auch sehr logisch. Bereitet die Turmverdoppelung auf der H-Linie vor und macht auch ein Feld frei, um den französischen Läufer eventuell über E8 nach H5 zu aktivieren. Läufer geht rein. Fischer arbeitet daran, wieder seinen schlechten Läufer zu aktivieren. Turm EH7 wäre jetzt hier ein vernünftiger Zug gewesen. Ullmann spielt aber erstmal Läufer E8. Es ging hier weiter mit Dame E3. Springer E4. So, jetzt hat Schwarz es geschafft, hier seinen Springer zu aktivieren. Weiß kann ihn unmöglich am Leben lassen. Läufer schlägt E4 und D schlägt E4. Hier verpasste Fischer eine weitere Möglichkeit, in Vorteil zu kommen. Er spielte König F2 mit der Idee Turm A1. Sehr stark ist hier aber, und das ist sehr lehrreich, weil wir haben hier wieder ein Mittelspiel mit ungleichfarbigen Läufern. Und hier geht es darum, seinen Läufer irgendwie zu aktivieren, ne? Oder beziehungsweise Spiel auf den Feldern zu erhalten, auf denen man eine Übermacht hat. Weiß hat eine Übermacht auf den schwarzen Feldern logischerweise, wegen des schwarzfeldigen Läufers. Schwarz auf den weißen Feldern langfristig betrachtet, wegen des weißfeldigen Läufers. Und deswegen ist es gut, hier den Bauern zu opfern, D5. Platz zu machen auf den schwarzen Feldern. E schlägt D5 und jetzt Dame D4 hier. Turm EH7, König F2. Läufer C6, König E2. Der König steht ganz gut in der Mitte und Weiß wird hier peu à peu seinen schwarzfeldigen Läufer über F2 verbessern. Und dann, wenn der später auf D4 steht, dann ist das natürlich eine wahre Pracht, eine Macht, während der schwarze weißfeldige Läufer natürlich innerhalb der Bauernkette noch hier passiv steht. Also D5 war hier ein guter Zug. Allerdings spielte Fischer König F2. Turm EH7, Turm FB1. Stattdessen war D5 auch hier ein starker Zug, aus den gleichen Gründen wie gerade. Turm FB1. Dame D5. So, jetzt ist die Stellung wieder ungefähr ausgeglichen, weil Schwarz blockiert den D-Bauern mit der Dame, kontrolliert die offene H-Linie. Jetzt leistete sich Fischer aber einen großen Fehler. Er spielte Dame E1. Besser wäre es gewesen, A5 zu spielen hier, um weiter am Damenflügel die schwarzen Felder zu kontrollieren, entweder Turm B4 hier, ne? Wobei, es gibt mehr, eventuell, genau, Dame C1, rüberbringen die Dame eventuell, ne? Später, wenn es möglich ist. A5 ist ein logischer Zug, um diesen Bauern auf Schwarz zu stellen, auch. Auch damit Schwarz eventuell diesen Bauern nicht später mit A5 fixiert, ne? Und hier der Läufer den Bauern ständig angreift. Stattdessen spielte Fischer Dame E1. Diese Einladung nutzte Ullmann jetzt, um eine gewinnbringende Fortsetzung zu spielen. Und zwar Turm H1. Greift die Dame an. So auf den ersten Blick, wahrscheinlich hat sich Fischer verrechnet. Sieht es so aus, als ob Weiß zwei Türme für die Dame bekommen würde, was prinzipiell sehr gut ist. Und er schlägt jetzt den Turm hier. Besser wäre es gewesen, allerdings wieder zurückzugehen und nach Turm schlägt B1, Turm schlägt B1 in den sauren Apfel zu beißen und diesen Bauern hier auf A4 zu opfern. Allerdings hat Schwarz hier nicht einen Bauern mehr, aber die Stellung ist ausgeglichen. Ne? Also es ist ziemlich verrammelt, ne? Und beide Seiten kommen nicht so richtig durch. Potenziell hat Schwarz einen Freibauern auf der A-Linie, während aber Weiß auch einen Freibauern hier auf der G-Linie hat. Das ist ausgeglichen. Fischer nahm aber hier den Turm. Und jetzt die Frage an euch, was hat er hier übersehen? Was hat er hier übersehen und was spielte Ullmann hier? Gut, wenn ich schon so suggestiv frage, es gibt gar nicht so eine große Wahl. Entweder schlägt man die Dame oder man spielt E3 Schach. Ne? Was anderes gibt es hier nicht. Man möchte hier keinen Turm weniger weiterspielen. E3 Schach ist hier sehr stark. Und jetzt haben wir das gleiche Motiv, was wir gerade hatten mit Weiß, wo ich gesagt habe, D5 bringt Weiß den Vorteil. Hier öffnet Schwarz die Diagonale zum in die weiße Stellung hinein
auf den weißen Feldern und wird eine große Übermacht auf den weißen Feldern erhalten. Mit der Dame und dem Läufer. E3 Schach. Der König muss zurück nach G1. König schlägt E3 ist indiskutabel wegen Dame E4 Schach. König F2, man schlägt jetzt erstmal die Dame und dann dringt Schwarz einfach auf den weißen Feldern ein. C2 hängt auch hier. Und hier steht Schwarz dann auf Gewinn plötzlich. Weil wenn der fällt, dann fällt auch der. Und dann hat man mit Schwarzem Freibauern. Dann wird alles schwach plötzlich bei Weiß. Ne? Gut, deswegen ging der König zurück nach G1. Turm schlägt A1, König schlägt A1. Und jetzt E2. Schwarz hat plötzlich einen starken Freibauern. Hier sah Fischer, dass er auf Verlust steht. Und probierte noch irgendwie rumzufudeln mit Turm B5. Angriff auf die Dame. Nach Turm E1 hätte Ullmann Dame E4 spielen können, greift hier C2 an und nach Läufer C6 ist G2 eigentlich nicht zu decken, oder? Nö. Deswegen spielte Weiß auch Turm B5, um dieses Läufer C6 und so weiter zu verhindern. Natürlich nimmt Schwarz jetzt hier den Turm raus, A schlägt B5, Dame schlägt B5. So, jetzt hat Schwarz materiellen Vorteil, steht auf Gewinn und Ullmann gewann eigentlich recht sicher. Wir schauen uns jetzt den Rest der Partie an. Turm E1, Schwarz gibt jetzt diesen Bauern auf, aber jetzt hat er auf der A-Linie einen starken Freibauern, A5, Turm schlägt E2, A4, Turm schlägt E6, A3. Ganz wichtige Regel, wenn man Freibauern hat, ganz simpel, einfach laufen lassen. Ne? Den Freibauern, je weiter sie vorne stehen, weiter vorgeschoben werden, desto stärker sind sie. G6, Weiß klammert sich noch an diesen Freibauern hier, aber Ullmann hält ihn einfach auf. Dame D7 greift den Turm an und deckt das Feld G7 ab. Ganz wichtig, A2 hier wäre verfrüht, weil G7 plötzlich eine Stellung entsteht, wo Weiß auch eine Dame bekommt und sogar auf Gewinn steht. Na, man, mit Stockfisch heutzutage lässt sich das schnell feststellen. Damalige Analysen zeigten zum Beispiel, ist ausgeglichen, ist aber Quatsch, Weiß gewinnt hier, bekommt eine Dame mit Schach und dann geht es dem schwarzen König an den Kragen, während der weiße König hier total sicher steht auf A2. Aber Ullmann spielt damit die 7, hält einfach den Bauern auf, überhaupt kein Problem, mit Tempo auch. Turm E5, Weiß würde gerne hier hingehen, den Bauern aufhalten, aber Ullmann verhindert das mit B6, Läufer H4, A2, Turm E1, Dame G7, Turm A1 und jetzt Dame schlägt G6 und hier gab Fischer auf. Die Stellung ist hoffnungslos. Wie könnte es weitergehen? Okay, Turm schlägt A2 ist ja logisch, weil den Bauern, ja, was sonst, ne? Den Bauern möchte man schlagen. Jetzt kommt aber Dame H5, fesselt hier den Springer, Läufer, G3, einziger Zug, um den Läufer zu retten. Aber jetzt dringt die schwarze Dame ein in das weiße Lager und schlägt den Bauern C3. Dieser Bauer hängt, ne? Und hier kommt der nächste Freibauer angerast. Die Stellung ist hoffnungslos. Ne? Läufer F6 zum Beispiel, B5. Und wie ich schon sagte, der nächste freie Bauer kommt angerollt und Schwarz gewinnt hier einfach. Ja, das war ein sehr schöner Sieg von Wolfgang Ullmann gegen Robert James Fischer, dem späteren Weltmeister. Eine Partie, die zeigt, wie Wolfgang Ullmann die französische Verteidigung verstanden hat und sie dynamisch interpretiert hat. Ne? Auch wenn er strategisch vielleicht in eine schlechtere Stellung geraten ist in dieser Partie, zeigte er, wie man diese Öffnung, diese Stellung dynamisch interpretiert und für Gegenspiel versucht, Gegenspiel zu kreieren und wie dieses Gegenspiel hier geführt hat, dazu geführt hat, dass er so einen starken Spieler wie Fischer geschlagen hat. Ein kleiner weiterer Tipp, falls ihr Französisch spielen möchtet, dann kann ich euch empfehlen, es gibt Publikation von Wolfgang Ullmann, wo er seine besten Partien analysiert, auch eine DVD auf Chessbase, glaube ich, wo er seine besten Partien analysiert. Neben Französisch hat er auch immer sehr viel Königsindisch gespielt. Ich weiß nicht, ob er das ausschließlich getan hat, das habe ich jetzt nicht vorher nachgeguckt. Und Königsindisch ist ja auch so eine Eröffnung, ne? Das weiß ich aus eigener Erfahrung, in der man häufig strategisch eher schlecht steht eigentlich und laut Computer heutzutage auch sehr schlecht, aber durch dynamisches Gegenspiel, durch Gegenspiel sehr häufig das Blatt wenden kann und den Gegner unter Druck setzen kann. Ja, und dementsprechend kann ich es euch nur ans Herz legen, wenn ihr interessiert seid an die französische Verteidigung, die zu spielen, dann guckt euch seine Partien an. Er war einer der besten Kenner dieser
Eröffnung. Ich hoffe, diese Partie hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder auf The Big Creek.